Das Amt für Weihnachtsdekoration am Rande der Stadt. Die wenigen, die dort waren, schweigen darüber. Erleben Sie jetzt die ganze Wahrheit. Die Polizei, fahren Sie bitte rechts ran. Bisschen Gläscher haben Sie schon, gell? Sie haben Sie nichts zu tun, oder was? Oh ja, jetzt schon. Ach so, was denn? Ich muss jetzt ganz, ganz dringend, und zwar unbedingt, Sie ein bisschen segieren. Machen Sie auch manchmal einen Ölwechsel, wenn Sie so viel fahren. Gehen Sie bitte in Ihren Bereich. Belästigen? Gerne. Fachfrage jetzt geheißen. Worum geht's? Es ist nämlich so, dass mich in einer halben Stunde der Herr Obersenat hat zu einer Spritztour abholt. Hm. Und ich weiß nicht, ob ich es noch so lange aushalte. Frau Knackerl, wollen Sie in der Angelegenheit behilflich sein? Darf da. Ich platz gleich. Vor Neugierde. Weil ich nicht weiß, mit was für einem Motto mich der Herr Obersenatsrat abholen wird. Er hat sich nämlich ein neues gekauft. Ach so? Ja, eins mit Heckmotor, mit Cabrio, mit Klimaanlage. Na klar, doppelt hält besser, ne? Es ist ein Zweisitzer mit Halbautomatik und ui, mehr habe ich mir nicht gemerkt. Nicht sehr viel. Was kann denn das mit Auto sein? Ja, ja, also. Also Polo kann es aber nicht sein, das kann man ausschließen. Ja, Gott sei Dank bleibt da nicht mehr sehr viel über. Ne? Also ich schwanke ja zwischen... Kein Wunder bei Ihrer Fahne. Nein, zwischen Ferrari Spider oder Porsche Turbo Cabrio. Was? Ferrari? Turbo? Porsche? Cabrio, Heckmotor? Super! So was Deppertes. Na ja, na ja. Ist ja wahr, oder? Also, ich muss Ihnen ehrlich sagen, ich hätte den Herrn Obersenatsrat für ein bisschen intelligenter eingestuft. Also, ich wollte zum Porsche nicht einmal geschenkt. Ja, ein Ferrari schon gar nicht, ne? Ja. Gleich glänzt du wieder, lieber Freund. Ist mir auch wurscht. Oh, schlecht gelaunt? Kein Grund zur Eifersucht, lieber Freund. Oder vielleicht doch? Ah, ich glaube, ich höre was. Ich bin schon so gespannt. Also vom Klang her eindeutig Porsche. Hey, jetzt ist ein 8-Zylinder, das hört man doch. Das Turbo-Pfeifen, sehe ich gescheit.
ein bisschen peinlich. Ja. Oh, da war ich noch dran. Ne? Noch dran, Herr Ferrari. Oh, was? Ja. Da war ich aber näher dran. Sie. Guten Tag zu wünschen, meine Herrschaften. Na, was sagen Sie zu meinem neuen Stadtfetzer? Hm? Schnittig, ja. Ja, es ist einmal was anderes, sagen wir so. Ich sag dir doch, kein Grund zur Eifersucht. Sicher. Lassen Sie sich nicht aufhalten, meine Herrschaften. Sie war so gemein zu mir. Na, meine liebe Frau Knackerl, wie wär's mit einer kleinen Spritztour? Hm? Gut, aber nur kurz und irgendwohin, wo nicht viele Leute sind. So, Herr Klaus, Tempo, fertig werden. Und auf geht's. Siege wieder, wo ich an dir hab. Ja. Jetzt, was ist mit dir, du Kraxen? Vollgas! Was? Vollgas! Ja, Moment, ich probier mit Vollgas. Ich halte das nicht für eine so gute Idee. Hätte ja. Vollgas! Da dreht er um! Das Gas hängen blieb! Soll ich vielleicht den Pannendienst rufen? Na, rufen Sie immer 48. Ja, schnell. Rufen Sie was? Hätte den Müll abfuhr, haben Sie einen Schuss? Eine Kleinigkeit. Ja, grüß Sie, Ingenieur Breitfuss da. Ich rufe an wegen meinem Polo. Ja, 77er Dakota Beige. Sie, was ist da jetzt deppert zum Lachen, ja? Passen Sie mal auf, Sie geben mir sofort den Werkstättenleiter, Sie Funzenherren. No. Sie halten überhaupt die blöde Goschel. Ja, Vollgas. Ja, hallo, grüß Gott, Ingenieur Breitfuß, ja? Na, wisst ihr schon was? Was heißt da, wie sieht's? Ja, an für sich, ja. Aha, warten Sie, schreiben wir das gleich vielleicht was mit. Aha. Ach so, auch? Kurbelwelle. Das wundert mich, also das. Aha, wie so das Getriebe. Sieh, also das verstehe ich. Also das verstehe ich wirklich. Ich schalte so wenig. Waren Sie auch schon im vierten Gang? Werden Sie bitte heute einmal nicht persönlich! Ja, bin wieder da. Was gibt's noch? Rost? Ach so, na wo ist der Rostig, was? Na gut, auf der Bodenplatte. Gut, aber das schaut ja eh keiner her. Sieh, was? Na Moment einmal, ja. Das ist aber immer, glaube ich, noch meine Entscheidung, ja, ob sie das auszahlt oder nicht auszahlt. Ja, das sage ich noch jetzt. Und? Muss er eingeschläfert werden? Ja, mal. Rechnungsbetrag ohne Müfst. Was ist Müfst? Ohne Mehrwertsteuer. Ah, die ist nicht kaputt. Nein, gut. 2.762 Euro, na bums, die schöne Summe. Zeitwert des Wagens, was heißt das? 60 Cent per Kilo. Wieso tust du mir das an, Herr? Verstehst du nicht, das ist... Und mir war ein Wort, bitte... Mein Bierpappen, ganz vogel, Nusch, vor der Garage. Wollen Sie gar nicht einfach mal ins Stockrad? Ehrlich? Es ist ja nur ein Auto, Tant von Menschenhand. Irgendwie hat er schon sehr gut zu Ihnen passt. Allerdings. Entschuldigung, ich hätte eine Frage. Was ist denn da los? Es war ein rasches, unerwartetes Ende. Ganz froh, dass die Schüssel los sind. Raus jetzt, Tempo! Herr Ingenieur, Sie machen jetzt aber keinen Blödsinn. Nein, ich möchte einfach jetzt ein bisschen allein sein. Machen wir mal einen Kräutertee. Ah, macht er doch einen Blödsinn. Also irgendwie tut er mir schon leid, der Herr Ingenieur.
Ich meine, Herr Weber, was würden Sie machen, wenn Ihr Auto auf einmal ein Totalschaden ist? Kein Problem. Kassiere die volle Länge von der Versicherung, kaufe mir mit 16% Rabatt ein neues, vielleicht in schwarz gehalten, und lache mir tagelang ins Fäustchen. Ja, ja, die Menschen sind wahrlich nicht alle gleich. Herr Klaus, können Sie dem Herrn Ingenieur nicht ein Auto schenken? Nun ja, da müsst ihr allerdings bis Weihnachten warten. Blödsinn, der soll sich irgendeine Schüssel kaufen. Ich will aber nicht irgendeine Schüssel! Ich will einen Kunde bis 77er Polo! Gar nichts! Mir ist das eh wurscht. Sollte es aber nicht. Immerhin waren Sie es, der inbrünstig Vollgas gefordert hat. Genau. Sie haben doch eh so gute Kontakte. Eben, und die möchte ich nicht aufs Spiel setzen. Stellen Sie vor, ich komme in Breitfuss zu einem befreundeten Autohändler, da geniere ich mich in Grund und Boden. Mit Verlaub, Herr Weber, Sie sind ein wahres Kameradschaftsschwein. Hm? Okay, gut. Ich werde mich kundig machen für einen 77er Polo Dakota Beige. Und wie soll das gehen, bitte? In diesem Fall genügt schon allein der Vorsatz. Apropos, was tragen Sie eigentlich dazu bei? Nachdem ich naturgemäß in Automobilien keine Vorkenntnisse habe, wohlan, auch ich werde mich kundig machen. Wie oft haben wir zwar miteinander im Stau gestanden? Ich störe Ihre Andachten ungern, aber ich habe ein treffliches Mittel zur Schmerzlinderung. Ach. Was? Was ist das? Vorschäde? Jetzt wollt ihr mich pflanzen? Durchaus nicht. Ich dachte nur, so können Sie bequem und ohne Stau von A nach B gelangen. Herr Klaus, tun Sie mir bitte einen Gefallen. Ja, tun Sie bitte